R-E-W-I-N-S-I-D-E. Bushi! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craftatic! Meine Freunde, was geht? Was geht? Erstmal ein fettes Dankeschön, dass ihr gestern wieder so zahlreich beim Livestream dabei gewesen seid. Leute, 13.000, 14.000 Leute waren wieder am Start. Übertrieben nice. Auf jeden Fall fettes Shoutout hier an meine Streaming-Community, meine Freunde. Dickes Herz an meine Leute vom Stream. An die Revi-Arme an dieser Stelle, meine Freunde. Vielleicht streame ich heute wieder. Haltet die Augen einfach mal auf Twitter offen, dann gebe ich euch spontane Zeit bekannt. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich gegen 18 Uhr vielleicht streamen werden. Aber Leute, wie gesagt, folgt mir einfach mal hier auf Twitter rein. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal gönnen. Leute, bevor ich jetzt anfange und euch zeige, was ich an meinem Haus alles verändert habe, möchte ich euch erstmal ganz kurz zeigen, wie sehr ich gestern Abend wieder leiden musste. Denn ich bin gestern Abend, nun ja, ganz normal in mein Haus gegangen und dachte mir nichts Böses, bis dann Folgendes passiert ist. Hallo? Hallo? Was zum... Was? Lololololul... Och Mann, Alter! Was ist denn los? Hallo? Och Junge, ja, ich höre dich. Was ist denn das? Was ist denn los? Mann, irgendein Affe hat mein ganzes Haus voller Hühner und Schneemänner gemacht. Was? Oh Junge, was soll denn so eine Scheiße immer wieder, Alter? Dein neues Haus? Ja. Ich komm. Oh Mann, das ist doch langsam nicht mehr witzig, Alter. Wieso immer bei mir? Ich bin der Einzige, der sich hier irgendwie halbwegs Mühe gibt, mal was Produktives auf die Beine zu stellen und dann... Digga, warum? Lol, wer war das denn? Junge, Mo, willst du mich verarschen? Alle schreiben im Chat, dass du das gewesen bist. Ja, das könnte ich Mo, wieder auf mich schieben. Warum sollten alle Leute geschlossen... Fröhliche Weihnachten. Mo! Junge, was soll denn die Scheiße, überall, Alter? Hühner, überall. Findest du das witzig? Mo, ey, bist du das gewesen oder nicht? Ich wollte dein Haus ein bisschen verschönern, sieht doch gut aus. Also warst du's? Ja, klar. Was soll denn die Scheiße, Alter? Was soll denn das, Junge? Warum machst du das immer bei mir? Weil es schöner ist, Junge. Junge, ich bring dich jetzt um. Ist mir scheißegal. Ich bring dich um. Nein. Du bist selber schuld. Du bist selber schuld, Alter. Du bist es selber schuld. Ja, One-Hit, Junge, wenn du mit einer Scheißrüstung rumläufst. Wieso machst du denn sowas bei mir immer, Alter? Immer? Das ist ja das zweite Mal, dass du irgendeine Kacke bei mir im Haus baust. Was habe ich zuerst gemacht? Ja, diese komisch. Ja. Oh. Ja, was? Oh. Ist doch trotzdem schön. Junge, du hast nicht mal ein Haus, wo ich dir wehtun könnte, Alter. Sag mal vor, dass Junge, du brauchst gar nicht mit deinem Müllequipment hier rüberkommen. Verpiss dich von meiner Insel, Alter. Hey, wer hat denn den Schneemänner gemacht? Das war Mo, Mann! Mo, Digga, du Allmann! Warum machst du das? Was hab ich dir... Ey! Junge Patrick, du! Boah, du schwöre dir, du Kleiner! Ey, hör mal auf jetzt, Mann! Warte, ich mach's weg. Ah! Revi, du bist so deutsch, Digga! Fuck mich, Mann, ich hab jetzt, Mann! Ich mach's weg, warte... Patrick, Mann! Was hab ich euch allen getan, Mann? Was soll die Scheiße, Alter? Ich bin angeschossen! Junge Patrick, ich schwöre, geh mir nicht auf den Nerv, Alter! Lass mich meine Haus einfach in Ruhe bauen! Nein, was willst du, Mann? Ey, ich muss jetzt hier den ganzen Weg nach oben, Alter! Du nerviger Hundesohn! Da hast du Content zu zeigen! Was für Content? Ich will einfach... Mann, du hast das ganze Tal! Was ist das denn mit dem Wasserfall? Raus aus meinem Haus! Digga, das ist doch mein... Raus aus meinem... Wir teilen das Grundstück! Junge! Ich möchte nur in Ruhe mein Haus bauen. Geh mir doch nicht auf Nerven, Mann. Nein, willst du nicht. Du willst mit mir chillen. Nein, ich... Bob Hedrin, ich schwöre, ich hole meinen Allmann-Kollegen Gamers Time, ne? Dein Allmann-Kollegen? Aha, pass auf. Ja. Baby, hör mir zu. Digga. Mach das Scheiß jetzt hier weg, Mo. Das war Patrick mit dem Wasser. Hä? Was soll denn sowas, Mann? Boah, Patrick, ich schwöre, warum setzt du... Das war Patrick, das war ich. Patrick, fuck mich nicht ab. Hör auf, jetzt müssen diese Bratkartoffeln essen. Und wieder eine Rohrleitung kaputt. Bruder! Auge machen, Nummer 1. Auge machen, Nummer 1. Okay, wenn du mich jetzt tötest, Digga, dann... Ja, was? Okay. Was? Patrick, soll ich weitermachen oder nicht? Nein, hör ich auf. Hab nur ein Herz, ja. Der lügt. Ey! Hör auf, ich hab nur ein Herz, Digga. Du bist so Stream. Okay, Krieg. Vorbei. Gute Klamotten hier, ey. Spaß. Immer wenn du meine Sachen nimmst, ne? Ey! Ich schwöre, ich zerstör dich. Okay. No, danke, Revi. Ehrenmann, Digga. Du weißt. Revi hat dich gerade verbrannt. Ich hab deine Sachen jetzt, Patrick, ne? Revi, du gibst mir die Sachen. Ich erpresse dich jetzt damit. So wie die anderen das gemacht haben mit dir. Ihr habt's gesehen, Leute. Patrick und Mo haben mich gestern Abend so dermaßen aufgeregt. Und ich muss dazu sagen, ich war gestern Abend wirklich echt nicht gut dran. Ich hatte Kopfschmerzen des Todes. Ich habe immer noch Kopfschmerzen des Todes. Warum ich diese Kopfschmerzen habe, meine Freunde, erfahrt ihr heute Abend um 18 Uhr in meinem Video. Also schaltet das auf jeden Fall ein. Es ist, wie gesagt, dieses kranke Video, wo wir das komplette UFO auseinandergenommen haben für eine riesige Aktion, Leute. Und seitdem leide ich ein wenig. Aber es hat sich gelohnt, weil das Video ist extrem gut geworden. Ja, ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen jetzt einfach mal an und ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was ich in meinem Haus gemacht habe. Bam! Seht euch das an, Leute. Dieses Haus hat sich wirklich schon krass verändert. Ich meine, mir ist jetzt da gerade leider eine kleine Asymmetrie aufgefallen. Zum Beispiel das hier. Ihr seht das hier. Eigentlich müssten das drei sein und dann fehlt da irgendwann ein bisschen Abständen nicht. Das stimmt nicht so ganz. Und ich finde auch, dass das Haus von der Seite nicht ganz so schön aussieht, wie ich es mir eigentlich gehofft habe. Das heißt, ich musste auf jeden Fall mir noch irgendwas überlegen, da eventuell ein paar mehr Designelemente reinzusetzen. Ich habe sogar schon überlegt, eventuell dieses Glas
Glas hier wegzunehmen, weil da ist sowieso meiner Meinung nach viel zu viel Glas drin. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich alles im Haus gemacht habe, meine Freunde. Und dann werde ich ein paar Verbesserungsvorschläge erörtern, die ihr natürlich dann gerne in den Kommentaren wieder abstimmen könnt und mir sagen könnt, ob ihr das gut findet, was ich vorhabe oder nicht. So, passt mal auf. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rüber, nachdem ich dann gestern, wie gesagt, gegen Mo und Petrit alles aus der Welt geschafft habe und die beiden mich dann endlich in Ruhe gelassen haben. War es dann endlich soweit, dass ich gesagt habe, okay, wir bauen jetzt ein bisschen weiter. Und das habe ich auch gemacht, Leute. Schaut euch mal bitte dieses Atrium an. Das gefällt mir extrem gut. Allein das hier mit den Holzdecken finde ich schon richtig, richtig nice. Wir haben hier, wie gesagt, die komplette Integrierung quasi in die Höhle hinein. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum der Schnee hier runterfällt, weil hier ist ja alles überdacht. Also normalerweise kann hier gar kein Schnee mehr liegen. Obwohl hier Decken sind, verstehe ich nicht, dass der Schnee hier irgendwie reinkommt. Keine Ahnung warum. Aber schaut euch mal bitte dieses Atrium an, meine Freunde. Das sieht wirklich schon ziemlich nice aus. Ich wollte genau hier quasi einen Kronleuchter runterhängen lassen. Da muss ich mal mit der Symmetrie gucken, wie ich das genau mache. Am besten wäre es eigentlich, wenn der von hier quasi so runterkommt und dann hier schön drin hängt. Müssen wir mal ganz genau schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall würde das sich hier ganz gut anbieten. Ja, meine Freunde, ich habe ja noch ein bisschen Glas an die Treppen gemacht. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es halten soll oder nicht. Ich war mir da uneinig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, irgendwann ist es zu viel von einem Element. Wir haben hier definitiv zu viel Glas. Und gerade hier vorne sehe ich das, Leute. Und deshalb habe ich ja, wie gesagt, hier vorne überlegt, das ein wenig zu ändern. Auch mit diesem Glasraum, der quasi mein Schlafzimmer sein soll, bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich einfach der Meinung bin, da muss noch irgendwas anderes hin, Leute. Da muss auf jeden Fall noch ein Holzelement oder sowas. Also irgendwas Natürliches muss hier auf jeden Fall noch hin. Ja, ich weiß halt nicht. Es wirkt halt sonst einfach zu sehr künstlich, wenn ihr versteht, was ich meine. Es wirkt einfach nicht mehr so, wie es eigentlich wirken sollte. Es wirkt einfach zu überladen, ist, glaube ich, das richtige Wort. Und deshalb habe ich halt überlegt, Leute, dass man quasi hingeht. Und jetzt habe ich keine Spitzhacke dabei. Ich muss vielleicht eine neue machen. Ich habe meine eben verloren irgendwie. Dass man hier quasi das Ganze wieder aus Stein macht und auch den unteren Teil wieder aus Stein macht und dann halt eventuell weitere Holzstreben dazwischen bringt, damit das Ganze irgendwie wieder ein bisschen aufgelockert wird im natürlichen Look. Was mir echt extrem gut gefällt, ist hier vorne der Teil. Den finde ich richtig, richtig schön geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir jetzt hier dieses kleine Vordach, Leute, das sieht auf jeden Fall echt cool aus. Auch hier oben dieses Element gefällt mir richtig, richtig gut. Und was mir richtig, richtig, richtig gut gefällt, meine Freunde, ist, wenn man hier vorne steht und sich das einfach mal anschaut, Leute. Ich finde, das hat wirklich einen so schönen modernen Touch. Es ist so simpel, es ist so schön. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich dachte daran, dass ich hier vielleicht nochmal zwei Holzdinger hochziehe, weil das Ganze dann einfach noch ein bisschen aufgelockert werden muss. Aber so an sich, Leute, gefällt mir das schon, wie gesagt, richtig, richtig gut. Gerade hier auch mit dem Pool. Diese Ecke ist schon ziemlich, ziemlich schön. Und ich denke mal, es wäre jetzt an der Zeit, sich einfach mal eine Spitzhacke zu machen und ein wenig weiter am Haus zu bauen. Heute Abend werden wir auf jeden Fall dann uns an der Villager Farm mal wieder ranmachen, Leute. Und die Villager Farm dann heute Abend endlich mal abschließen. Ich verspreche euch, dass wir heute Abend den Vending Villager irgendwie finden werden. Wo er auch immer ist, Leute, wo auch immer dieser Vending Villager sich versteckt. Wir finden ihn auf jeden Fall irgendwann. Mir fällt gerade auf, dass ich keinerlei Diamanten mehr habe. Bin ich so dermaßen broke. Ich bin scheinbar wirklich echt so broke, dass ich keine Dias mehr habe. Okay, Leute. Dann werden wir jetzt einfach mit einer Eisenspitzhacke weitermachen. Ich habe da nicht die ganze Zeit nur gebaut und nicht großartig gefarmt. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, Leute. Bei mir geht es, wie gesagt, erstmal hier jetzt primär darum, ums Bauen. Ich wollte noch mal ganz kurz etwas angesprochen haben zu dem Titel, den ich jetzt hier gewählt habe. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überzogen klingen, Leute. Aber ihr müsst mich da auch ein bisschen verstehen. So, mir ging es gestern Abend wirklich echt nicht gut und ich bin immer noch nicht ganz fit. Und wenn man dann halt auf den Server zurückkommt und sich halt wirklich freut, was Produktives zu machen und man kommt dahin und es wird halt nur Scheiße konstant in deinem Haus gebaut und du bist so der Einzige, wo du das Gefühl hast, der sich irgendwo ein kleines bisschen wenigstens Mühe gibt mit seinen Häusern, abgesehen von Rotpilz, der ja tatsächlich auch schon etwas richtig, richtig nice hier hingesetzt hat. Das kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen, Leute. Also guckt jetzt mal an. Das sieht auch nicht verkehrt aus, meiner Meinung nach. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Man kommt hier hin und man wird konstant von irgendwelchen Leuten abgefuckt und genervt. Keine Ahnung, ich fand da jetzt meine Reaktion nicht unbedingt überzogen, sondern halt ein Stück weit sogar angebracht, weil es mich einfach so dermaßen angekotzt hat und ich hatte einfach gestern überhaupt keinen Turn darauf, gar keinen Bock, Leute. Da müsst ihr mich auch nachvollziehen. Das kann auch zwischendrin mal vorkommen, dass ich einfach mal schlecht gelaunt bin, gerade wenn es mir halt nicht gut geht. Und dementsprechend habe ich dann gestern gesagt, ey, fuck it, Alter. Verpisst euch alle von mir, lasst mich bloß in Ruhe. Ich habe da gar keine Lust drauf. Und dementsprechend dann auch gestern meine genervte Reaktion. Es ist nicht so, als hätte ich gar keinen Bock mehr hier in der Stadt zu bleiben. Das ist überhaupt nicht der Fall, Leute. Sondern ich sehe das eher so, dass ich halt am liebsten in der Stadt bleiben würde, aber dass alle Leute einfach mal ein bisschen chillen sollen. Ich weiß, bei Craft Attack gehört Trollen und alles weitere voll dazu, Leute. Aber ab einem gewissen Punkt nervt es einen einfach nur noch. Vor allen Dingen, wenn es halt immer nur mich erwischt und keinen anderen. Wisst ihr, weil das Ding ist halt jetzt, wenn ich jetzt zu Petrit hochgehen würde und da eine TNT-Platte hinsetze, dann würde es komplett eskalieren, Leute. Dann würde Petrit wirklich alles für mich kaputt machen. Zu gutem Recht auch irgendwo hin, würde ich sagen. Aber naja, ihr wisst, wie das halt ist, Leute. Irgendwo ist das Ganze dann doch nicht ganz fair. Und ja, ich finde das teilweise dann irgendwo ein bisschen überzogen, was hier abgeht. Dementsprechend bin ich davon ein wenig genervt gewesen. Aber gut, Leute, wollen wir jetzt gar nicht drüber länger reden. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Symmetrie wiederhergestellt bekommen. Weil so Asymmetrien, es gibt nichts Schlimmeres für mich in einem modernen Haus als eine Asymmetrie. Wisst ihr das, Leute? Wenn ich irgendwo was sehe, was in meinem Auge nicht richtig ist, auch wenn es vielleicht für andere Leute komplett symmetrisch wirken mag, wenn das für mich nicht richtig liegt, irgendetwas, dann bin ich davon wirklich getriggert. Und dann würde ich am liebsten hingehen und das komplett abreißen und wieder neu bauen, Leute. Als meine Eltern ein Haus gebaut haben und wir unseren Garten angelegt haben, ich hätte weinen können, Leute. Ich hätte weinen können, weil ich einfach nicht damit zufrieden gewesen bin, wie meine Eltern den Garten angelegt haben, weil mich das so sehr angekotzt hat. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Man kann damit sicherlich auch was Schönes machen, wenn man die Stange nur so stehen lässt. Das hat auch irgendwie was, aber gut, das würde ich jetzt einfach mal hier weglassen. Ich habe jetzt überlegt, hier einfach nochmal einen massiven Steinteil hinzumachen, Leute, der sich dann quasi komplett symmetrisch hier nach oben schlängelt. Passt mal auf, ich habe nämlich jetzt hier diese drei Blöcke, das heißt, das Steinding müsste quasi hier sein. So müsste das dann aussehen, Leute, passt mal auf.
Das kommt dann quasi einmal hier hin. So. Und dann ist das einmal auf der anderen Seite ebenso. Dann haben wir nämlich hier quasi jetzt einmal dieses Steinding. So, passt mal auf. Der Balkon würde dann von der Symmetrie her so verlaufen, dass wir dann hier quasi wieder das hier hätten. So. Und dann kommt hier auf die Ecke, kommt dann quasi wieder Beton hin. Und ich glaube, dann haben wir schon wieder einen ganz anderen Look von außen. Wenn ich dann jetzt hier noch Holzelemente reinbringe, Leute, die jetzt vielleicht hier noch ein bisschen überstehen oder sowas, dann kann das Ganze wieder ganz anders aussehen. Man könnte jetzt auch sicherlich hingehen, hier nochmal einen Balkon draus machen. Überlege ich mir noch, muss ich mal ganz ehrlich sein, vielleicht passt das ja sogar ganz gut. Ich halte mir das jetzt einfach mal offen hier. Aber ja, wie gesagt, solche Entscheidungen treffen wir eigentlich meistens gemeinsam im Livestream. Ihr könnt mir jetzt auch gerne mal sagen, ob ihr das, was ich hier gerade mache, komplett falsch oder richtig findet, Leute. Aber ich finde jetzt, so passt es eigentlich viel, viel besser. Was mich halt immer noch stört, ist halt, dass ich jetzt hier quasi eigentlich anders um die Ecke gehen müsste. Eigentlich müsste jetzt quasi das Ganze hier so anfangen. Das heißt, es müsste quasi bis hierhin rausgezögert werden, Leute. Das heißt, der ganze Balkon hier vorne macht keinen Sinn. Das ist natürlich jetzt schwierig. Also eigentlich von der Symmetrie her müsste es tatsächlich so sein, dass ich jetzt sogar den hier von hier vorne übernehme. Sprich, dass ich halt hingehe und den hier mitnehme. Dass ich dann hier eventuell den Eingang auf den Balkon mache, auf der Seite und auch auf der Seite. Dann kann man nämlich das hier quasi einfach als Durchlauffläche nutzen. Es ist ganz schön, dass ich das Haus in so Modulen gebaut habe. Wisst ihr, dass quasi immer wieder sich wiederholende Module in dem Haus wiederfinden. Dass das Ganze dann irgendwie zu einer Gesamtperfektion zusammenreift. Zumindest ist das mein Plan, meine Hoffnung. Ich glaube, wenn ich es jetzt so habe, dann ergibt sich nämlich hier diese relativ nice geshapte Ecke eigentlich, meiner Meinung nach. Guck mal, das sieht nämlich auch nicht verkehrt aus, Leute. Da könnte man ja jetzt auch noch was draus machen. Weil ich könnte jetzt auch einfach Folgendes tun, Leute. Ich könnte einfach mal hier zumachen, diesen scheiß Balkon in der Ecke wegmachen, den ich eh nicht nutzen würde. Mache das hier so. Schaut mal, Leute. Wenn ich es quasi einfach so ein bisschen überhängend mache, hier diese Ecke, dann haben wir hier nämlich einen viel, viel größeren Flur auch. Weil ich fand diesen Flur mit diesem Eingang zwar schön, muss aber ehrlich sagen, dass mir der auch ein bisschen eng gewirkt hat. Und das wirkt jetzt schon wieder ganz anders und viel, viel offener hier, Leute. Ihr merkt das gerade. Ich gehe hier gerade komplett drin auf. Ich liebe einfach moderne Architektur. Ich liebe Architektur im Generellen, Leute. Und ich muss einfach sagen, dass mir das hier gerade so viel Spaß macht, wie lange nicht mehr bei Minecraft. Vor allem jetzt gerade mit den neuen Bauelementen und mit den neuen Blöcken. Ich muss mir auf jeden Fall mal ein paar Videos anschauen, wie man da eventuell das noch ein wenig besser vereinbaren kann. Wie man vielleicht noch mehr von diesen Bautricks nutzen kann, die halt die ganzen Profi-Bilder, wie ich sie gerne nenne, halt bauen. Also es gibt ja so Leute, die nur moderne Häuser in Minecraft bauen. Und da gibt es halt so viele kleine Tricks, wie man halt schöne Ecken noch abrunden kann. Oder wie man halt mit übereinander gebackten und gestapelten Blöcken halt richtig schöne Effekte erwirken kann. Auch ganz ohne World Edit. Und da muss ich mir auf jeden Fall mal ein paar Tutorials für angucken. Aber Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt hier so mache, finde ich das gar nicht so verkehrt. Jetzt habe ich das hier 4 breit und das ist auch 4 breit. Und das ist genau der Abstand zwischen diesen beiden Holzdingern. Der ist nämlich, nee, der ist nämlich anders. Passt mal auf. Es müsste in der Theorie so sein, damit es nice geframed ist, oder? Nee, so stimmt es eigentlich schon. Das ist schon mal richtig. So, dann haben wir hier das Glas. Das heißt, dieses Element hier müsste eins verschoben werden. Ihr merkt gerade schon, Leute, ich gehe da gerade krank drin auf. So, dann müsste jetzt hier quasi wieder ein Block hinkommen. Einer von denen hier, so. Und dann würde es zumindest optisch so passen. Jetzt habe ich natürlich hier das Problem. Aber Leute, ich finde auch, ganz ehrlich, kann man sowas auch mal nach innen liegend machen. So eine Ecke innen liegend. Finde ich persönlich auch gar nicht verkehrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht eigentlich auch ganz schön aus. Also Leute, ihr könnt ja auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr versteht, was ich hier mache. Das ist mein Sinn für Symmetrie, den ich hier gerade versuche auszuleben. Wirkt vielleicht ein bisschen krankhaft, aber irgendwie feiere ich es total, Leute, dass ich da so zimperlich bin. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's von dieser kleinen, aber feinen Baufolge. Ich wollte mich nur mal ganz kurz mit euch abgecheckt haben, wie ihr das seht mit Patrin und Mo. Keine Ahnung, vielleicht habe ich doch ein bisschen empfindlich reagiert drüber, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem, was ich hier gerade mache. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ein ehrliches Feedback von euch zu erhalten ist immer wertvoll. Das war's von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich heute Abend um 18 Uhr gegen 18 Uhr bei einem Stream. Haltet die Augen offen auf Twitter, meine Freunde. Ich denke mal, ich werde heute Abend nochmal 2-3 Stunden streamen, ein bisschen im Haus bauen. Wenn ihr Bock habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr am Start seid. Und ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge. Macht's gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.